Gut, dann gehen wir mal. Und zwar machen wir das per Schnellreise. Weltkarte. Hat's in Hogsmeade wieder eine. Was? Das einzigartige Einhorn. Okay, offenbar Betty. Ich mache zuerst das mit Sebastian und dann machen wir das mit dem Einhorn. Immer diese Tassen, die ich verwechsle. So, Feldcraft. Da-da-dum-da-da-da-da-dum. So. Gab es je einen Vampir, den man kennen sollte? Keine Ahnung. Jedes von Woodcroft wusste, wie man steht. So. Da müsste irgendwo hier vorne Sebastian sein. Da sind die Zauberer fleißig am Verteidigung üben. Sebastian! Ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Skriptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut, wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Solomon Okay. kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Weg? Keine Ahnung, wohin. Sebastian. Glaub nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Habe ich nicht. Aber ich bin froh, dass du mir unser letztes Gespräch nicht übel nimmst. Natürlich. Unfassbar, dass mein Onkel Feldcroft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde Okay. mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Wir müssen Anne in die Katakombe bringen und dann ein Opfer darbieten? Das klingt riskant. Es ist das Risiko wert. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auror mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Glaubst du, dein Onkel würde alles dem Ministerium melden, wenn er es herausfindet? Ich bezweifle, dass er zum Ministerium geht, wenn er es erfährt. Er hat sich nicht im Guten getrennt. Er sagt es nicht, aber seine Abneigung gegen schwarze Magie hat sicher etwas mit seiner Zeit dort zu tun. Anne glaubt, er wollte einst Feuer mit Feuer bekämpfen und setzte einen unverzeihlichen Fluch im Kampf gegen schwarze Magier ein. Zumindest hat sie das so verstanden. Als er erkannte, wozu sein Beruf ihn gemacht hatte, gab er ihn ziemlich abrupt auf. Ich glaube nicht, dass er dem Ministerium von schwarzer Magie in seiner eigenen Familie berichten würde. Also gut, so wie ich deinen Onkel kennengelernt habe, würde ich es ihm aber dennoch zutrauen, Viel Glück Sebastian. mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Bis bald dann. Ja, bis bald. Gut. Wenn wir das haben. Was ist da? Im Schatten des Berges. Dann gehen wir nach Hogsmeade. Und schauen mal, was da mit dem Einhorn los ist. Ein männliches haben wir. Wenn es jetzt dann noch ein weibliches gibt, wäre ich nicht abgeneigt.
Dann hätten wir wieder ein Tierwesen, was wir züchten könnten. Und es gibt ja auch eine Herausforderung, dass man ja alle Tierwesen züchten soll. Würde mich eigentlich auch noch interessieren, das zu erreichen. Ach hier. Entschuldigung, aber... Ist alles in Ordnung? Oh, was für ein Segen. Danke für die Nachfrage. Ich bin Betty. Betty Buckbrook. Und nein, nichts ist in Ordnung. Es geht um meine liebe Freundin Hazel. Sie ist in Gefahr. Hazel? Ja, sie ist ein Einhorn. Ich kenne sie seit Jahren. Sie verlässt den Wald nur ungern. Darum besuche ich sie einmal in der Woche, bürste ihr die Mähne und bringe ihr Leckerbissen. Oh, ihr Fell ist prächtig. Nun, als ich das letzte Mal bei ihr war, wurden wir von einem Wolfsrudel brutal angefallen. Hazel, treu wie sie ist, sprang vor mich, um mich zu schützen. Ich fürchte, dabei könnte sie verletzt worden sein. Es tut mir leid, das zu hören. Ich will ihr helfen, aber sie scheint sich versteckt zu haben. Aus Angst, nehme ich an. Ich weiß, dass Sie in Hogwarts viel über die Pflege von Tierwesen lernen. Vielleicht können Sie meine Einhornfreundin finden und sie an einen sicheren Ort bringen, damit sie gesund werden kann. Kann man machen. Wie sind Sie einem Einhorn denn so nahe gekommen? Es war einfach Glück. Ich begegnete ihr, als sie noch ein kleines, goldenes Fohlen war. Sie hatte noch nicht mal ein Horn. Sie hat mir sofort vertraut. Wir haben immer stundenlang zusammengespielt. Oh je, ich hoffe, es geht ihr gut. Einhornhaar ist ein wertvoller Zauberstabkern. Und ich schätze, ein oder zwei Haare weniger tun ihr nicht weh. Aber ich habe Angst, dass die Wilderer es auf ihr Blut abgesehen haben, um sich selbst am Leben zu erhalten. Und allein den Gedanken daran ertrage ich nicht. Ja, aber es wäre dann ein verfluchtes Leben. Also da müssten sie sich sehr sicher sein, aber so dumm wie die sind, würde ich es denen sogar noch zutrauen. Ich halte nach ihrer Einhornfreundin Ausschau und bringe sie in Sicherheit, wenn ich sie finde. Sie haben eine gute Seele. Sowas erkenne ich sofort. Aber bitte bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Ich weiß nicht, wo genau sie ist, aber ich kann Ihnen sagen, dass Ihre Höhle nördlich von Hogsmeade liegt. Und obwohl ich sie in letzter Zeit nicht bürsten konnte, kann ich mir vorstellen, dass sie immer noch das glänzendste und schönste Fell der ganzen Herde hat. Jo, okay. Nicht vergessen, man erkennt sie am strahlenden Fell. Und Obacht, sie ist ein dickköpfiges Mädchen. Man muss sie überzeugen, damit sie mitkommt. Ich muss nach einem Einhorn mit strahlend hellem Fell suchen. Sie scheint in Schwierigkeiten zu sein. Kann ich Lumos wirken und es reflektiert? Oder wie soll ich mir das vorstellen mit ihrem Fell? Naja, schauen wir mal. Wie weit ist es ungefähr? Ja, doch noch ein Stückchen. Contrinko! Nein. So. Ach, stimmt, den Hop. Ey. Stimmt, den Hogsmeade kann man ja nicht fliegen. So. Natur mag ja nicht das Spielen. So. So, da geht's dann ab in den Wald. Zum Glück haben wir ja den Wärmezauber, sonst würden wir uns ja totfrieren. Bei so auch einem Flug. So. Und dann geht's ab. So, dann sollte es ungefähr hier sein. Hazel muss hier irgendwo sein. Dann machen wir mal Rüstung hier drauf. Hier ist ein Einhorn, weiblich.
aber nicht Hazel. Aber ich habe zwei gesehen, meinte ich. Schön sein. So. So. Ist nicht Hazel, aber wir haben zumindest ein weibliches. Jetzt ist alles gut. Also hören tue ich sie. Revelio. Aber wo nur? Nein, das ist ein Hase. Ist schon doof, aber... Revelio. Dort haben wir einfach... Na los, Hazel! Ah, wird sie uns hier mit dem weißen Punkt angezeigt auf der Minimap? Okay. Das wäre natürlich sehr golden. Ja, das dürfte sie sein. So. Arresto momento. Komm schon. Ah, komm jetzt. Jetzt hat es natürlich wieder alles. Arresto momento. Eins, zwei. So. Hazel muss jetzt zurück zum Tiergehege. Ich sollte Madame Buckbrook sagen, dass sie in Sicherheit ist. Gut. Dann haben wir das ja auch schon erledigt. Und dann haben wir zwei weibliche. Gut. Dann würde ich sagen, bringen wir Hazel in unser Gehege und verkaufen das andere Einhorn bei der Händlerin. Weil die findet sicherlich ein gutes Zuhause für die. So, jetzt habe ich auch den Musikanten gefunden. So. Madame Buckbrook, ich habe Ihre Einhornfreundin Hazel gefunden. Oh, ein Glück. Geht es ihr gut? Geht es Ihnen gut? Haben Sie einen sicheren Ort, an dem sie bleiben kann? Ja. Uns geht es gut. Und ich habe einen sicheren Ort für Sie in Hogwarts. Sie haben ein gutes Herz, wirklich. Ich bin erleichtert und dankbar, dass Sie für sie sorgen. Ich werde mein goldiges Pixelpony vermissen, aber ich weiß, dass sie fernab von den Wilderern sicherer ist. Bürsten Sie sie doch für mich, ja? Werde ich machen. Kümmern Sie sich gut um Hazel, ja? Da gibt's auch ein wenig Einhornhaar. Was für ein Trottel. So, kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut.
Ja, aber kein Futter. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Ja, aber ihr habt auch wieder nur eins von jedem, ne? Hazel, das. Komm. Damit kann man wirklich nichts falsch machen. Wahrlich eine gute Wahl. Ah, oder Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Das Horn eines Griphorn. Jobberknoll. Kniesel. Kniesel brauchte ich bis jetzt noch nicht. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Gut, vielen Dank. Freut mich zu hören. Dann schnellstmöglich. Wir hätten da noch in der offenen Welt was. Also hier sehe ich gerade noch eine Merlin-Prüfung. Mondkalb. Nifflerbau. Ja, das wäre hier. Ja, aber nein, nicht Hogsmeade, ich will ein Hogwarts. Dann bringen wir kurz noch das Einhorn und dann machen wir weiter. Dann geht's Schlag auf Schlag. Die habe ich am Strand rausgelassen. So. So. So, Hazel. So. Ja, wir suchen hier gerade noch Einhorn. Eines Einhorns. Oh. So. Dann haben wir sogar Einhornkinder. Gut. Dann Queste im Schatten des Berges. Dann Weltkarte. Gehen wir hier hin. Jetzt müssen wir wahrscheinlich den Weg hochkraxeln. Aber das soll uns ja kein Problem darstellen. Verdammt. Aber wenn du nicht so gut bist, schaffst du tatsächlich mehr. Eine große Mahlzeit macht dich langsamer. Ist weniger, dann bist du schnell. Ja gut, also wie groß ist deine Mahlzeit, dass du dann verlangsamt wirst? So. Und... Et voilà. Wirklich äußerst unangenehm hier. Geht ja noch. Wie waren die Probleme mit den Kobolden, Sebastian? Gut durchgekommen. Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle, wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen. Von einer Hüterin namens Neve Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerungen in einer Reihenfolge. Sie... Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt?
Ja, aber du kannst nicht von allem erwarten, vor allem wenn es um Geheimnisse geht, die enorme Macht oder Risiken für die Welt bedeuten, Sebastian. Du kannst nicht einfach fordern, nur weil deiner Schwester das schlecht geht. Natürlich interessiert mich Anne, aber bitte, Sebastian. Komm runter. Aber natürlich, Sebastian. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Gut, ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Also, schauen wir, warum das Triptychon uns herführte? Na los, schnell, ehe man uns bemerkt. Pass auf, ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten da vorne den Weg verließen. Warum wohl? Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg diente zum Schutz der Wertsachen der Dörfer. Er ist jedoch verlassen, seit Renrock die Küste erobert hat. Okay. So. Irgendwas hat in meinem Fuß herumgestochen. Aber das ist nun draußen. Gut, also weiter. Ach du meine Güte. Das war die Welt. Seit langem, das meine ich ernst. Ich brauche sicher erst nächste Woche wieder was zu essen. Wie fett willst du werden? Ja. Dieser Tag ist schon viel zu lang. Petrificus Totalus. Und dennoch. Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gepennt. Gut gemacht. Gut, der ist zu. Der bohrt noch. Dann geht's weiter nach oben, ne? Da oben sind Testrale. Manche halten sie für ein schlechtes Omen. Nicht unbedingt. Das weiß ich. Na gut. Ich mache nur Konversation. Ich will diesen Berg nicht schweigend hinaufwandern. Wieso hast du etwas gegen Schweigen, Sebastian? Merkst du dann, wie ungeduldig du wirst? Schweigen kann eine Geduldsprobe sein, ja. Aber es kann auch Zeit für Selbstreflexion und Hinterfragen deiner eigenen Taten bedeuten. Irgendwas ist hier. Wahrscheinlich die Flugsverbotszone. Du bist so schweigsam, Sebastian. Hast du nichts mehr zu sagen? Das Testralnest muss in der Nähe sein. Ach stimmt, da war ich ja schon mal kurz. Da sind sie. Los geht's. Warte. Wir brauchen einen Plan. Ich hab genug von Plänen. Still wie ein Grab. Sebastian, du bist... Oh, wie gerne hätte ich jetzt den Speckpilz eintopfen. Eindringling! So. Ein lästiger Mensch. Oh. Conchingo! Du weißt, ich bin weg und ich... Alter! Resto, Momento! Contingo!
bedauerliche Enttäuschung. Aus Befindung. Oh Mann. Ich werde nicht ruhen. Bist du tot? Ich hin. Confringo. Akio. Hände. Pulse. Idiot. Ich werde dich holen. Akio. Helyam. Confringo. Protego. Wo ist der? Kann ich du schon mal. So. Das dürfte er gewesen sein. Wir haben es nicht anders verdient. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Anscheinend Alter, wollten Renrocks Anhänger weiter den Weg hinauf. Revelio, los gehen wir weiter. Incendio. Keine Ahnung, aber könnte sicherlich von Nutzen sein. So, das noch mit. Aber jetzt weiß ich, warum der Weg hier... Renrock wird sich an allen rächen. Alles aus Kobaltsilber gehört uns. Ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis, was immer das ist. Hast du den Kobalt gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Du wirst bereuen. Akio! So. Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Sebastian, du müsstest mal in eine Antiaggressionstherapie. Du hast also Aggressionen, die ich nicht gutheißen kann. Excellium! Incendio! Getulso! Lumos! Lumos! Da war ich noch nicht. Oh oh. Sehr geehrte Einwohner. In 2 Wochen wird Ihr Hühnerstall im Rahmen der Ermittlungen des Ministeriums zu Gerüchten über die illegale Zucht von Basilisken inspiziert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Räumlichkeiten frei von Kröten sind und denken Sie daran, dass die Strafe für solche illegalen Zuchtbemühungen lebenslange Inhaftierung in Azkaban ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe im Zaubereiministerium. Du willst mir jetzt aber nicht sagen, Lumos, dass wir hier noch gleich einen Basilisk haben. So. Teufelsschlinge, Teufelsschlinge. Ganz richtig. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Renrock hat das kapiert. Und wir kennen uns. Rest im Moment. Ich werde nicht ruhen. Ich bin fest. Schade, nicht ganz. Konflikt. So. Das muss es sein.